So, eine wohl die Kakutte. Ah. Das nächste Mal müssen wir das auf jeden Fall besser machen. So. Allein in die Kammer treten. Mehrere verschleierte Figuren stehen in einer Reihe vor einer verbummten Frau. Die Gestalt an der Spitze der Formation nähert sich ihr und die Frau legt ihre ausgestreckte Hand auf die Stirn des Fremden. Sie steht in stiller Verbundenheit, während du zuschaust. Einige Augenblicke später macht der Fremde einen Schritt zur Seite und nimmt wieder seinen Platz im Kreis der Statue ein. Die Frau wendet sich zu dir. Du bist spät, Diener. Ihr Gesicht ist zwar verborgen, doch du spürst ihren Zorn in ihrer gefährlichen, tiefen Stimme und dem plötzlichen Schweigen der übrigen in der Kammer. I've been waiting on your reports. Quickly now. State your name and purpose. Ich habe deinen Bericht erwartet, schnell. Die Frau winkt dich mit einem Finger näher heran, sie legt dir die offene Hand auf die Stirn und fühlt die Hitze ihrer Hand und du fühlst die Hitze ihrer Handfläche durch das dicke Material deiner Kapuze. Ihre Stimme ist so leise und sanft, dass du nicht sicher bist, ob sie laut oder nur in deinem Kopf spricht. Nenne mir deinen Namen und deine Absicht und dein Ansehen. Mein Name gehört den Göttern und meine Hand dient ihnen. What company do you seek? Ihre Stimme ertönt erneut, voll und klangvoll. Welche Gesellschaft suchst du? Ich suche nach der Gesellschaft der Schatten und dass unsere Anstrengungen geheim bleiben. Tell me of your labors. Erzähl mir von deinen Anstrengungen. Zu sehen, dass das Werken von Freunden und Wilden nicht die Knochen stört, welche die Götter vergraben haben. How do we know your purpose? Die Stimme läutet wie eine Glocke zwischen deinen Ohren. Wie erfahren wir von deinem Ansinnen? Ihr sollt erfahren durch das Geständnis meiner Zunge, die Taten meiner Hand und den Eid auf meiner Seele. And how is your oath guarded? Und wie wird dein Eid bewahrt? Er ist durch den bleiernen Schlüssel versiegelt. Welcome, attendant. Tell me of your exploits. Ihre Stimme erreicht dich als ein Flüstern, das dich zuerst in ein Ohr und dann in das andere schlängelt. Willkommen, erzähl mir von deinen Taten, das dich zuerst in dein Ohr schlängelt. In deinem Kopf erkennst du ein Gebäude, herrlich, ein Flechtwerk und Fliesen, an einer makellosen Prachtstraße gelegen. Die Wohlhabenden und Gelehrten gehen ein und aus, tauschen Wissen und Münzen aus. Does he wait still? Doch es beherbergt auch Elend und Wahnsinn. Irgendwo in seinem verfaulten Kern sitzt ein Mann mit verfilztem Haar, doch mit wachsamem Auge. Er beobachtet und wartet, ein Gefangener aus freiem Willen. Die Frage der Akolytin hallt in deinem Kopf. Wartet er noch immer? Ich denke mal, sie war bei den Gefangenen, ja. Did they arrive? Die Vision der Akolytin führt dich aus Trutzbucht hinaus zu einer Stadt in der Wildnis mit einer Wassermühle. Auf einem Schild an einem Wege steht Dürfurt. Mehrere Gestalten drängen sich zusammen, eingewickelt in Umhänge und Kapuzen. In deinem Kopf zeichnet sich plötzlich das Bild von Ruinen ab. Zwei skelettartige Abbilder flankieren einen Spalt in einer Gebirgswand. Sind sie angekommen? Ja. Your information shall be relayed. Now for your next task. Deine Informationen sollten weitergegeben werden. Nutze deine nächste Aufgabe. Die Ruine verblasst in deinem Kopf und an ihrer Stelle taucht der Schatten einer Wohngegend auf. Zerfallene Wohngebäude pflastern die Umgebung eines Friedhofs und eines alten Turms. Wilde Gestalten schleichen durch die Straßen und in dem Turm beugt sich ein Mann über einen seltsamen Mechanismus. Du kannst ihn nicht deutlich erkennen, er hat jedoch etwas Unnatürliches an sich. Der Erbhügel. Stop him. And above all, don't let him meet her. Haltet ihn auf. Und vor allem, du siehst eine leichenblasse Frau mit einer Narbe über dem Herzen. Lass nicht zu, dass er sie trifft. Die Akolyte zeigt dir eine Tür im Erdgeschoss des Turmes, eine scheinbar undurchdringliche Felsplatte aus Stein und Kupfer. Doch dann zeigt sie dir den unsichtbaren Spalt zwischen zwei perfekt aufeinander passenden Hälften und du verstehst, wie die Kupfervenen einen Befehl umsetzen. Der Befehl entspringt deinem Geist mit überraschender Vertrautheit. Du weißt, wie die Tür zu öffnen ist. Das sollte ich. Ihre Hand liegt leicht auf deinem Kopf. Hast du Fragen, Diener? Was ist das für ein Ort?
Dies sind die Überreste des Tempels von Voidika. Die Akolyte zeigt die große Struktur, die von Gläubigen umgeben ist. Die Feuer der Revolution zerstörten alles über uns und hinterließen lediglich diese verlassenen Überreste. Ideal für unsere Zwecke. Wer bist du? Ich bin die Akolytin, das ist alles, was du wissen musst. Erinnere mich an den Mann im Turm. Du siehst den Schatten einer Wohngegend, zwar feine Wohngebäude und natürliches Ansicht. Ja, das kennen wir schon. Könnte ich die Vision von den Ruinen nochmal sehen? Ja, Dürfurt, dort sind mehrere Leute angekommen. Zeig mir den Gefangenen. In deinem Kopf erkennst du ein Gebäude, herrlich mit Flechtwerk und Fliesen, an einer makellosen Passstraße gelegen. Die Wohlhabenden und Gelehrten gehen ein und aus, tauschen Wissen und Münze. Das ist das Sanatorium. Leb wohl. Okay. Das Abenteuer wurde abgeschlossen. Gegenstände zur Festung zurück. Die Beute wartet in der Schatztruhe deiner Herrenhalle auf dich. Okay, dann schicken wir Sagani nochmal weg. Neue Quest. Endloses Erbe. Der wartende Mann. Ja, neue Mainquests. Und zwar mehrere Mainquests. Das finde ich gut. Das finde ich echt gut. Dass es nicht nur eine sture, gerade rote Linie durch das Spiel gibt, sondern also neben den jetzt neben den Quests und den Aufgaben, sondern dass es wirklich mehrere Abschnitte, eine Aufteilung des Mainquests gibt. Der wartende Mann. Der Akolyt des bleibenden Schlüssels hat mir die Vision eines Agenten an einem Ort des ähnlichen Wahnsinns gezeigt. Ich muss den Agenten finden und seinen oder ihren Plan ergründen. Vielleicht erhalte ich so Hinweise, wie ich den Mann finden kann, nachdem ich suche. Der Akolyt des bleibenden Schlüssels hat mir eine reiche Gegend gezeigt, in der es aber auch ähnlichen Wahnsinn gibt. Jemand wartet dort, ein Gefangener aus freiem Willen. Wenn ich die Person finden will, muss ich die Gegend finden. Vielleicht wissen die Wächter, wo das ist. Das ist das Sanatorium, garantiert. Der endloses Erbe. Der Akolyt hat mir eine Vision eines antiken Turmes in einem verlassenen Bezirk von Trutzbuch gezeigt. Ein seltsamer Mann machte sich in dem Turm an eine Art Maschine zu schaffen. Ich habe auch eine Frau mit einer Narbe über dem Herzen gesehen. Ich weiß nicht, wer sie ist, aber ich nehme an, dass sie der Schlüssel zu den Geheimnissen dort ist. Der bleibende Schlüssel war aus irgendeinem Grund an diesem Turm interessiert. Ich muss herausfinden, wozu er dient, wenn ich ihre Pläne ergründen will. Der Akolyt des bleibenden Schlüssels zeigte mir einen uralten Turm in der Nähe eines Friedhofes, der sich in einer Gegend mit heruntergewirtschafteten Anwesen befindet. Das Verfolgen dieser Spur macht es erforderlich, dass ich den Turm finde. Vielleicht wäre es ein guter Anfang, mich durchzufragen, möglich, dass du patrouillierenden Justizier Karen die Stadt wie ihre Westentasche kennen. Durch das Tor des Todes. Die Vision der Akolytin zeigt mir mysteriöse Ruinen irgendwo außerhalb von Dürfurt. Der bleierne Schlüssel hat Agenten entsandt, um die Stelle zu finden, doch ich weiß nicht aus welchem Grund. Ich weiß nicht genau, wo diese Ruinen befinden, doch vielleicht weiß es jemand in Dürfurt. Gut. Aha. Trotz. Das ist nicht schlecht. Das könnte Alof vertragen. Vor allem, weil es auch Konzentration gibt. Zwischen den Wachsrinsern haben Anhänger verschiedene Schlüssel mit abgefallenen Zähnen gelegt. Okay. Wenn ich hier den Hebel ziehe, dann komme ich wieder ins Freie. Wenn ich meine ganze Truppe jetzt mitnehme, natürlich, gibt es dann ein Problem. Verschleierter Mann, verschleierter Mann. Wo ist die Akolytin? Ah ja, da. Gut, die haben keine Probleme, dass meine ganze Truppe mal da durchlatscht. Habe ich auch kein Problem damit. Okay, drei Hauptquests. Ich würde sagen, wir machen erstmal die beiden hier in, ja. Hier in, ja. Ja, nee, wie auch immer. Hier in Trutzbucht. Right. A moment, please. I feel I should explain myself.
Endlich ist Alof mal offen. Okay, der hat uns nichts Neues zu sagen. Gucken wir mal kurz, wie lange braucht das hier? 3 Runden. Mhm. Gut. Wie lange braucht das hier? 22 Stunden, bis die Kaserne fertig ist. Die gibt uns definitiv mehr Sicherheit. Der Irrgarten übrigens auch. Ich glaube, als nächstes nehme ich die Waldlandpfade, dass ich hier unten mal fertig bin. Okay, Alof, was hast du zu sagen? About my episode in the catacombs. There's something I should have told you earlier. Wegen meiner Episode in den Katakomben. Es gibt etwas, das ich dir schon früher hätte sagen sollen. Dass du eine gespaltene Persönlichkeit hast, also spuckt schon aus. Das ist eine Untertreibung. Arme verschränken und warten. Er faltet seine Hände zusammen und massiert einen Fingerknöchel mit seinem Daumen. Ich wollte nichts Böses. Ich dachte, ich könnte es für mich selbst behalten, dass wir uns nach der Lösung deiner Seelenangelegenheit auch um mein Problem kümmern würden. I also have an awakened soul. But unlike yours, mine is a presence that shares my senses and my skin, making herself manifest at the most unwelcome times. Okay, eines seiner früheren Ichs spukt in deinem Kopf. Gut. Er seufzt. Auch meine Seele ist erweckt. Im Gegensatz zu deiner Arbeit ist meine eine Präsenz, die meine Sinne und meine Haut teilt und sich zu den unpassendsten Zeiten kundtut. Er schließt die Augen und beißt die Zähne zusammen. Seine erbebenden und zuckenden Lippen legen Zeugnis über einen internen Disput ab. Mehrere Sekunden später öffnet er wieder seine Augen, die nun Tränen und Blut unterlaufen sind. I'm sorry. I've tried to learn to control Isselmir. I've gotten stronger, but so has she. Es tut mir leid, er schüttelt den Kopf. Ich habe versucht zu erlernen, wie ich Isselmir kontrollieren kann. Ich bin gestärker geworden, aber sie auch. Okay, er hat eine Frau im Kopf. Erzähl mir von Isselmir. Uncouth, a creature of rash impulses and feeble faculties. She wags her impertinent tongue when she should listen. Naiv, ungehobelt, eine Kreatur überstürzter Reaktion und schwacher Geisteskräfte. Sie? Er zuckt zusammen, wobei sein Gesichtsausdruck zwischen Kontrolle und Chaos hin und her wogt. Schwätzt mit ihrer unverschämten Zunge herum, wenn sie zuhören sollte. Hey, this one's fit to boil. Hard to get this gaff over anything tisn't to do with books and spill speak. Auf seinem Gesicht flackert ein verschlagenes Grinsen auf. Genau, der da ist jetzt sauer. Den kann man kaum in was anderes interessieren, außer Bücher und Zauber. Okay, und einen komischen Akzent hat sie. Er zieht eine Grimasse und fährt mit den Händen durch seine Haare. Ich habe keine ihrer Erinnerungen. Doch wenigstens hat mir Berach wenigstens erspart. Ihre derben Manieren und ihr unerträgliches Hylisch, okay, das ist Hylisch, was sie spricht, lassen aber auf eine Provinzbewohnerin schließen, die vor sehr, sehr langer Zeit gelebt hat. Meistens kommt sie ganz kurz vor einem Konflikt hervor, wenn die Lunte schon heruntergebrannt ist und die Zähne geflitscht sind. Und wenn sie auftaucht, dann hält sie nicht inne, um die Situation zu beurteilen, vielmehr handelt sie einfach. Klingt danach, als könntest du ein paar Hinweise von ihr gebrauchen. Hinweise oder vulgäre Ausdrücke? Er verdreht seine Augen und verschränkt die Arme vor seiner Brust. Ich musste schon Jahre mit diesem Landei leben. Von ihr gibt es aber auch gar nichts zu lernen, zumindest nichts Zivilisiertes. Er runzelt die Stirn und zieht weg. Warum hast du nicht früher etwas gesagt? I learned to keep her a secret a very long time ago. Those with awakened souls are shunned, mistrusted. And after your experience with Meowald, I'm certain you can see why. You need to be careful. Er schüttelt den Kopf. Ich habe vor sehr langer Zeit gelernt, sie geheim zu halten. Mit einer erweckten Seele meiden einen die Leute, misstrauen einem. Und nach deiner Erfahrung mit Meerwald weißt du sicherlich auch warum. Er blickt zu dir hinauf. Hagrim, du musst dich vorsehen. Wird das sein Problem werden? Er spitzt seine Lippen zu einer dünnen krummen Linie. Sie ist nur ein Ärgernis. Andererseits, er wird leise und faltet seine Hände hinter seinem Rücken zusammen. Seine Unruhe wird durch kaum merkliches Zungen und Krämpfe entlang seiner Arme verraten. Defiance Bay is said to have an entire institution dedicated to the study and cure of soul-related ailments. Since our journeys have already brought us to the city,
Perhaps we could speak with someone there. In Trutzbucht soll es eine ganze Einrichtung zum Studium und Heilen von Seelenleiden geben. Da uns unsere Reiseschule in die Stadt geführt haben, sollten wir vielleicht mit jemandem dort sprechen. Wer es dir helfen könnte, werden wir gehen. Thank you. This has been a great burden. Danke sehr, das ist mir eine große Last gewesen. Sprechen wir über was anderes? Mehr über Iselmir? Was denn? Wann wurde sie erweckt? Mein Vater war ein strenger Mann. Von seinem einzigen Kind erwartete er nur das Beste und scheinbar tolerierte er überhaupt nicht. Sein Gesicht wird verhemmt. Okay, der kommt aus einer schwierigen Familie. Manchmal konnte er ziemlich unerbitterlich sein. Vor allem, nachdem er getrunken hatte. Bei einem dieser Anlässe manifestierte sich Iselmir. Ehrlich gesagt erinnere ich mich nicht an mehr als an die Einzelheiten. Ich weiß nur noch, dass er danach vorsichtiger mit dir war. Mit mir war. Du hättest vor langer Zeit gelernt, sie zu verbergen? Meine Mutter trug mir auf, sie geheim zu halten, nachdem sie das erste Mal zum Vorschein gekommen war. Sie fürchtete, dass mich das Wissen um meine Erweckung zu einem Ausgeschlossenen machen würde. Klingt hart.